Hey Leute, ich habe mal wieder Lust, einen Filter von Snapchat zu verwenden. Erst einmal, alles klar bei euch? Ich höre so ein cooles Lied, gerade bei Dixter Pop. Und mein OOTD ist so, ich habe mir gedacht, ja, ich stelle es mal rein, obwohl meine Schuhe total nass sind. Ich habe es vorher geputzt, bevor ich das Bild gemacht habe. Deswegen sind die unten so dunkel, ihr wisst ja, real und so. Ich habe heute mal wieder Lust auf einen Lippenstift. Der ist übrigens nicht von Snapchat, sondern nur die krassen Augen, Cat Eyes oder wie die heißen. Ja, ich bin letzte Zeit zu müde gewesen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder ewig keine Story gemacht. Dabei war es ja nur der Sonntag ganz kurz, sonst den ganzen Tag nicht. Und gestern halt nicht. Und heute ist wieder Dienstag. Also ich meine, so wenig Stories mache ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich längere Zeit keine Story gemacht habe, oh, wird mal wieder Zeit, eine Story zu machen. Ich bin immer müde, also das Wochenende hat mich echt geschafft. Ja, ich bin halt nicht mehr die Jüngste, so lang feiern zu gehen. So, Snapchat-Filter-Time ist wieder da, ist wieder angesagt. Was ist das bitte, wie das aussieht? Ja, vor allen Dingen, schaut mal, voll der Fake, ne? Aber irgendwie witzig. Muss vielleicht mein Handy anders halten, dass man es nicht sieht. Egal, also was ich euch sagen wollte, ich muss noch kochen und ich dachte, bevor ich koche, mache ich noch schnell eine witzige Story. Aber was ist das? Das ist scheiße Snapchat, das ist nicht kein guter Filter. Also ich mache gleich vegetarische Fajitas mit Paprika ohne Pilze. Da steht zwar um Pilze, aber meine Pilze kann man dem Hasen geben. Deswegen habe ich auch entschieden, nächste Woche zu pausieren, weil ich wirklich einfach nicht mehr mit dem Kochen hinterherkomme. Scharfe Soße und Limettendip, ich freue mich mega drauf. Da sind einige Zutaten dabei, wie ihr sehen könnt. Also, ja, ich muss jetzt gleich kochen und ich sollte nicht so eine lange Story machen. Insta schmeißt mich eh gleich wieder raus. Ich kann ja immer nur eine Minute machen, was besser ist, als immer zu reden, aber egal. So, ich mache später auch wieder eine Story, ohne dass ich hier so faltenfrei bin, weil ich habe zwar durch mein Serum weniger Falten, aber so wenig dann doch wieder nicht. Schade, Schokolade. Egal. Wie oft sage ich denn eigentlich egal, aber ihr wisst ja, egal. Gott, ich bin so schlimm. Also ihr Lieben, was ich sagen wollte, mein Wochenende war mega krass heftig. Ich habe einfach 2 Tage durchgemacht. Also natürlich etwas geschlafen danach, aber der Schlaf hat wohl nicht ausgereicht. Ich bin halt nicht mehr die Jüngste. Ich bin halt nun mal schon 31, ne? Auch wenn es echt krass war und irgendwie war es cool, mal wieder so lange unterwegs zu sein. Wir waren in der Otello Bar und also die Mädels, die Liebe, ich habe ihren Namen vergessen, und die Anja, mit denen war es so cool, es hat so Spaß gemacht. Das sind wirklich so 2 liebe Mädels, junge Frauen. Ich habe sie so ins Herz geschlossen. Und ich werde die Story jetzt beenden, weil ich kann immer nur so kurz reden. Also ich beende sie nicht, sondern den Filter. Ich mache es gleich real. So, jetzt noch kurz ein crazy Filter. Ich kann ja normal reden, die Stimme wird ja automatisch so piepsig. Ich habe meine Brille übrigens ausgezogen, damit es besser aussieht. Ich dachte, ein bisschen Spaß muss sein, gute Laune ist da, wie immer. Ich höre so coole Musik, die hört sich jetzt bestimmt auch sehr piepsig an. Ihr Lieben, ich wollte jetzt kochen gehen und ihr wisst ja, ich habe immer so viel zu erzählen und ich werde vielleicht noch was sagen. Ich habe 2 süße Typen kennengelernt, ich glaube, da passt eigentlich ganz gut die Maus dazu. Einer voll hübsch habe ich angequatscht, ein anderer, den habe ich irgendwie angequatscht, aber der stand bei meinen Mädels rum, als ich mit dem anderen Zeit verbracht habe, aber der andere ist nicht der Rede wert, so ein scheiß FB. Er sieht cool aus, mehr aber auch nicht. Scheinbar sucht er nichts Ernstes. Das hätte ich mir denken sollen. Ich habe ihm meine Nummer gegeben, hat sich nicht gemeldet. WTF next, was soll's. Und der andere, ja, das ist schwierig. Dass der Speicher mir noch ausreicht, weil mir sagt mein Handy schon an, Speicher wird knapp. Ich habe ein paar Bilder schon gelöscht, aber ich muss noch viel mehr Bilder und unnötige Videos löschen. Ich habe das ja gepostet, dieser Moment, wenn man so viel löschen muss und eine Story machen möchte. Ich muss meine Fingernägel wieder machen, mir ist einer abgekracht. Sonst gehen sie eigentlich, aber ich will auch wieder Farbe drauf machen und wie gesagt, ich möchte euch einfach so viel erzählen. Ja, wegen dem anderen da, ja, mal gucken, ne? Erst wollte er sich treffen, mich besser kennenlernen und dann hat er sich seit gestern nicht mehr gemeldet, weil ich ihn wegen Instagram gefragt habe, ob er Insta hat oder mir ein Bild schicken kann, damit ich ihnen meinen Mädels zeigen kann, die wohl nicht dabei gewesen sind, aber das habe ich ihm natürlich nicht gesagt, aber jetzt meldet er sich einfach nicht und er hat meine Nachricht aber auch noch nicht gelesen. Jetzt frage ich mich, ist das Absicht, hat er viel zu tun? Man fragt sich dann immer so Fragen, warum ruft er mich 5-mal an und sagt, er möchte sich mit mir treffen? WTF, warum sind Männer so? Also ihr Lieben, jetzt eine gute Nacht, schlaf gut, träum süß, falls ich mich nicht mehr melde, ich gehe jetzt kochen, tschüss!